So, da sind wir wieder bei Let's Play Moment und jetzt darf ich mich auf die Suche nach diesen komischen Typen machen. Aber erstmal bist geheilt. Zack. So, ach so, ja, da war ich doch letztes Mal schon. Stimmt. Da weiß ich, dass ich das zuerst drücken musste irgendwie. Dann probieren wir einfach mal das. Dann probiere ich einfach noch mal. Oder das kann man noch mal drehen. Scheiße. Gut, jetzt bin ich aber wirklich leicht überfragt. Ist ja auch egal. Ich gehe einfach mal weiter nach hier unten. Was das mit diesen Drehdingern auf sich hat, kann ja wer sagen, wenn er das weiß. Zwei von diesen Viechern. Den hat es zerlegt. Und den da hinten, den wird es auch gleich zerlegen. Ein Hit noch. Stirb! 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 Geht doch. Ich nochmal den Ring des Heilens. Er und. Irgendwie hat er fast gar nichts getan. Was haben wir denn da überhaupt noch? Intenversion. Odins Schlüssel. Feuerschaden. Feuerschaden. Lebensenergie wiederherstellen. 2 Punkte für 60 Sekunden. Göttlicher Eingriff. Schild. Leiche beseitigen, Feuerball mal wieder auswählen und wieder rüber wechseln und hier ist nichts weiter. Also zurück und nach links oder so ähnlich was, stimmt's? Ja. Da oben ist noch so ein Vieh. War nicht zu übersehen durch den Schatten, der irgendwie durch den Boden ging. Hey! Das kostet. Stirb! Stirb! Stirb, 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 stirb. Ich dachte, du sollst sterben. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe die Leiche von Arne Svendu gefunden. Den Bericht nehmen wir mal mit, denke ich. Chitin durch. Leiche beseitigen. Die hängenden Gärten vor. Einfach mal mitnehmen. Wohltat. Zack, Feuerball. Den hat's wohl zerlegt. Ich speichere hier lieber trotzdem mal. Nicht, dass das als Diebstahl noch angesehen wird hier. Na, man weiß ja nie. Deswegen den Pokal, den Pokal.
Wie war das restliche Zeug, lohnt sich einfach nicht. Hier haben wir Aschesalz und dieses Vulkanglas. Eissalze nehmen wir zweimal mit. Das ist unwichtig. Unwichtig. Was haben wir hier? Unwichtiges. Unwichtiges. Und der epische Soundtrack läuft im Hintergrund. Falle! Rüstungswert. Schwer. 15. Aber. Türschlüssel? Schmiedehammer? Moment mal. Den Dietrich des Lehrlings. Reicht der? Der Dietrich des Lehrlings wurde aufgebrochen. Bam. Mann. Geh doch auf. Wurde auch aufgebraucht. Naja, gut. Schild. Muss ich aber immer wegwerfen. Ach komm, Metallstück, warum habe ich das? Das Schild, das lohnt sich wenigstens noch zu verkaufen. Gut, die Dietriche sind aufgebraucht. Egal. Ich kann dieses schwere Schild bestimmt auch noch tragen, oder wie? Das ist hier, weil meine Rüstung ändert das irgendwie nichts. Na gut. Da oben läuft noch ein Vieh rum, ist mir auch egal. Ich hoffe, es zählt nicht als Diebstahl, dass ich das alles damit genommen habe. Da 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 da. Ich fürchte, er wäre tot. Ich fürchtete, er wäre tot. Das sind furchtbare Neuigkeiten. Ich hätte ihn nicht alleine in den Ruinen herumklettern lassen sollen. Habt ihr Ausgangsbericht gefunden? Ihr habt den Bericht gefunden? Bringt ihn Edwina Albert in Altruhen. Ich werde meine Arbeit hier fortsetzen. Nun, da die unteren Ebenen offen sind, können wir hier vielleicht weitere Entdeckungen machen. Zum Andenken an unseren verstorbenen Gefährten Anis Vedun. Wir werden unsere Arbeit in ehrenden Andenken an ihn fortsetzen. Hallo, es ist ein Vergnügen, euch zu. Was wollt ihr? Redet schon! Redet schon! Die Stimme kenne ich irgendwie. Woher? Achso, hier war auch nichts. Gut, dann könnte ich mich jetzt auf dem Weg nach Sulipun bla 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 machen. Dass ich eh nicht wiederfinden werde. Aber ich speichere hier mal. Das ist ein guter Punkt zum Speichern. So, Karte. Sulipun lag irgendwo da oben. Na dann mal los. Sulipun, wir kommen. Sulipun, wir kommen. Sulipun, wir kommen.
lieb und da 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 so lieb und so lieb und wo muss ich denn das andere da? Gut, ich weiß, dass ich in die Richtung da ungefähr musste. Das reicht mir. Fertig. Wow, hier ist aber viel Lava. Und ein Squeep! Yay! So langsam mag ich die Viecher auch, aber süß ist trotzdem anders. Süß ist trotzdem anders. Muss ich jetzt mal so sagen. So leid es mir tut. Oder wurde es hier viel Lava? Bottom, da. Da ist noch ein Squeep. Was haben wir da? Kantberg und Molakmar. Ich muss aber in die Richtung. Und da ist schon der erste Klippenläufer mal wieder. Und der hat mich sogar noch gesehen. Auf die Entfernung? Lava? Und was ist das für ein Wesen? Bam. Den holen wir einfach mal so von hier. Anders geht der mir auf die Nüsse sowas von. Bam. Leiche beseitigen. So, auf was haben wir? Oh, auf 7. Das ist jetzt nice. Aber was ist das für ein Wesen? Aran Ahnengruft? Ich dachte, hier wäre Sulipud irgendwo in der Nähe. Da muss ich hin, stimmt's? Für Sulipud. Pff, ne Laber, komm. Ich meine, das war irgendwo noch hin. Ja. Hm, wo bin ich jetzt? In Molakmar, my friend. Und was ist, ja komm, jetzt bin ich eh gearscht. Was ist, wenn ich jetzt den göttlichen Eingriff mache? Wo schickt der mich hin? Wolfen... Ach komm! Na, komm, da laden wir hier nochmal. Und setzen den göttlichen Eingriff ein. Wenn mich das jetzt da auch nochmal hinschickt, dann ist mir das sowas von egal, aber... Den Ort kenne ich! Den Ort kenne ich! Aber muss ich nicht hier irgendwas in der Nähe machen, vielleicht? Gut, ich muss hier jetzt erstmal einen Cut machen. Spielstand 9, okay, ja.
und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Indiana Jones.